Nach einem sehr leckeren Frühstück geht es jetzt weiter nach Key West. Unsere Fahrt führt uns 120 Meilen über die Keys. Die Keys sind eine Reihe tropischer Inseln, die sich von der Südspitze des USA-Bundesstaates Florida zwischen dem Atlantik und dem Golf von Mexiko erstrecken. 3 Stunden erreichen wir jetzt Key West. Ich habe das viel kleiner in Erinnerung, aber es ist 30 Jahre her. Jetzt sind wir in der Old Town Key West. Da kommt mir schon einiges bekannt vor. Ja, wir haben unser Auto abgestellt und gehen jetzt zu Fuß hier ein bisschen weiter. Und hoffen, dass das Auto nachher noch nicht abgeschleppt ist und wiederkommt. Der Herr Baum sieht stark aus. Der hat wahrscheinlich schon ein paar Hurricanes überlebt. Und die Häuser finde ich hier auch so schön. Jetzt kommen wir gleich zum südlichsten Punkt Florida. Das ist ja mein süßer Springbrunnen. Hier sind wir jetzt an dem südlichsten Punkt, 90 Meilen bis Kuba, südlichsten Punkt von der USA. Und hier stehen eine Schlange, um Fotos zu machen. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, 90 Meilen bis Kuba. Eine kleine Nachahmung. Wir sind an der Südpunkt in Key West. Ja. Und da gab es die Mackpause. Der Strand ist sehr klein, also der überzeugt mich nicht so. Auch habe ich hier keine Lust zu schwimmen. Das Wasser ist auch nicht so schön. Hier ist der Trolley-Stop. Mal gucken, wann er kommt. Ob wir so eine Trolleyfahrt hier unternehmen. Wir klettern jetzt auf den Leuchtturm, 88 Stufen, 17 Dollar. Ah, wir sind Seniors. Ah, spar viel Geld als Rentner, aber nur 12 Dollar. So, jetzt geht's rauf hier, 88 Stufen. Geschafft, wir sind oben. Das ist es, das ist Fort Zararia Taylor. Die Mole. Hier kann man sich dann abseilen oder aufhängen, weiß ich nicht, wo es wäre. Da hinten ist der Hafen. Der Manori Square. Die alte Stadt. Und der Zion Church. Da La Concha Hotel. St. Paul's Episcopal Church. Die ist dahinter. Und das Crest-Building rechts daneben. Der Trambo Point. Das ist die Bahndepot. Da ganz hinten der Berg ist Mount Rushmore. Und das hier vorne ist die St. Mary Stuff of the Catholic Church. Da sehen wir das Sagamos-Haus, das ist gebaut 1896. Das mit dem roten Dach, das ist jetzt ein bisschen weit weg. Und da der südlichste Punkt, wo wir vorhin waren. Da hinten sehen wir das, den Whitehead Point. Das ist das Original, der Original Leuchtturm von Key West, der beim Hurricane 1846 aber umgekommen ist. Und da im Wasser ist der St. Kay Lighthouse. Und es geht wieder abwärts. Ja, aber ganz schön anstrengend. Und da kommen wir leicht. Da sieht man dann den alten Leuchtturm, der dann beim Hurricane umgekommen ist. Ja, man kann jetzt so in das Museum gehen. Wir schauen mal durch. Ein Litschi-Baum. Das ist noch das Originalhaus, wo die Leuchtturm
nach Leuten, die da arbeiten, mit ihren Familien gewohnt haben. Leuchtturmwärter. Der erste Leuchtturm, der zweite 1856, hier stehen auch alle Leuchtturmwärter aufgezeichnet noch dran. Die Originaluniform 1853, den wir von oben gesehen haben. Und zum Schluss gibt es sogar noch einen Orden, wenn man hier hochgeklemmt, klettert ist. Hier sehen wir Teile vom Hemingway aus. Ja, hier darf man Patriot sein. Schöne Bar. So, und weiter geht's. Hier sind wir jetzt im Truman-Annex. Das ist ein Stadtteil und eine Militäreinrichtung hier in Key West. Sehr hübsche Häuser hier. Und hier der Truman Park. Ach, es ist schön. Guck mal, da kannst du duschen. In dem Eimer. Kipp gleich um. Und da die Küstenwache. Da ein Militärschiff. Da eine kleine Insel. Die sieht ja auch toll aus. Oh, eine Palme mit ganz vielen Orchideen. Ach, ist das schön. In allen Farben. Das ist das Orchideenhaus hier, glaube ich. Ach, ist das hübsch. Ich glaube, die Besitzer hier haben ein grünes Händchen. Oder ein buntes Händchen. Voll von Orchideen. Ist das schön. Und auf der anderen Seite geht es noch weiter. Schön. Einfach nur schön. Hier ist die Wetterstation von der USA. Hier ist das kleine weiße Haus. Das Haus hat Präsident Truman 175 Tage bewohnt, von 1900, während seiner Zeit 1945 bis 1953. Gebaut wurde es 1890 für die Navy-Offiziere als Quartier. Hier ist das National Headquarter von Key West. Da ist die Küstenwache. Und hier ist Kunst- und Geschichtsmuseum. Hier ist auch wieder ein Museum. Aber so viele Museen kann man ja gar nicht sehen. Das wäre natürlich dann interessant. Da sind jetzt Shops drin. Und hier fahren auch die Trolleys los. Und hier findet man hunderte von Geschäften. Hier sind das Touristenviertel. Das ist das älteste Schulgebäude.
jetzt 3 Stunden hier rumgelaufen sind und uns sehr gut unterhalten haben und das sehr schön fanden, haben wir unser Auto auf Anhieb wiedergefunden, weil wir ja Navi haben. Hat also alles super geklappt. Wir direkt neben uns die alte kaputte Brücke. Aber mit dem Radfahren muss es ja ganz schön anstrengend sein hier lang bei der Hitze. Jetzt suchen wir hier was, wo wir was essen können. Wir haben nämlich einen Mordshunger. Das Frühstück ist auch schon wieder 7 Stunden her. Das wird sein, der China-Garten. Das war es mit Chinesisch. Nur jetzt versuchen wir es mal in der Pizzeria. Hier gibt es doch tatsächlich nichts zu essen, wo man sich hinsetzen kann. Ich glaube, wir sind die ersten Menschen, die in Amerika verhungern. Ja, wir fahren jetzt wirklich weiter. Suchen uns den nächsten Stopp. Ich muss sagen, hier sind wir nicht zufällig rausgefahren. Das haben wir uns vor 3 Meilen oder so rausgesucht. Aber erstmal ist es jetzt Auto suchen. Zum Glück blinkt das, wenn man auf die Fernbedienung drückt. Eventuell sind wir hier doch fündig geworden. Da Coco's Kitchen. Jetzt wissen wir aber nicht, vielleicht verkaufen die auch Küchenmöbel. Mal gucken. Also Küchen verkaufen sie nicht. Es gibt wirklich was zu essen, aber mal sehen, ob es noch offen hat. Ja, vor einer halben Stunde geschlossen. Also doch weiterfahren. Hungrig fahren wir weiter. Ups, Brücke zu Ende. Wir haben was gefunden. Ja, das sieht doch cool aus. Jetzt noch hoffen, dass es aufhört. Das heißt nämlich Sunset Grill. Aber wahrscheinlich haben wir das. Das sieht sehr gut aus. Hier bekommen wir. Wir werden 5 Minuten warten, dann bekommen wir einen sehr schönen Tisch. Sehr nett begrüßt. Also hier sitzen wir wirklich ganz, ganz toll. Direkt am Ocean. Ein Pool vor der Nase. Und das Meer. Oh, ist das schön. Wir haben was zu essen bekommen. Benedetto Schwein mit Reis und schwarzen Bohnen. Und ich Schrimps mit Pommes. Satt und zufrieden fahren wir wieder weiter. Schule muss voraus, da muss man immer anhalten. Jetzt wird der Stopp eingeklappt, das hat man. Und man kann überholen. Hier kommen wir jetzt an einem Restaurant neben dem anderen vorbei. Aber jetzt sind wir satt und haben keinen Hunger mehr. Das ist doch immer so.